Das MKS Skipper wird das Herz des Low-Budget-Wurons und es ist in der heutigen Zeit mit einer der besten Alternativen für einen Raspberry Pi. Und in diesem Video werden wir uns anschauen, was das Teil alles kann und ob es wirklich der Raspberry Pi Killer ist. Gut und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute legen wir los mit der Elektronik für den Low-Budget-Buron. Der Rahmen ist schon fertig, ich bin noch mittlerweile zufrieden. Ich habe dann nochmal das ein oder andere ein bisschen glatt gezogen, damit es auch ordentlich ist und im rechten Winkel ist. Jetzt steht er da wie eine 1, werdet ihr auch noch später sehen. Und heute kommt das MKS Skipper endlich zum Einsatz. Ihr seht hier vor mir, ich habe schon einiges da rumliegen. Ich habe hier Jumper vor mir liegen, ich habe hier die Stepper-Treiber vor mir liegen, das Netzteil, das Display. Das Display-Kabel, ja, also ich weiß nicht, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das Ding langfristig drin bleibt, weil ich habe die Dinger schon bei den Raspberry Pi Kameras immer verflucht, diese Kabel, und ich finde die einfach, die guckt man nur schief an und dann sind sie schon verbogen und dann funktioniert nichts mehr. Deswegen, ich bin echt am gucken, vor allen Dingen, es ist viel zu lang, ja, ich müsste es abschneiden und dann, es geht halt nicht, weil hier sind die ich werde mir vielleicht nochmal eine andere Alternative überlegen, wo ich das Ganze ein bisschen flexibler gestalten kann, aber wo ich es auch mit Kabeln dann schön zusammenzurren kann. Egal. Hier liegt das Halsbett und das Hotend vom Ender 4. Hier noch so ein paar Sensoren. Da noch ein WLAN-Stick, den wir jetzt nicht wirklich benutzen werden. Die Schrittmotoren habe ich hier und ihr seht, es sind mehr als eigentlich im Ender 4 drin waren. Das sind wirklich vom Tevo und von dem anderen Ender 4 und hier habe ich noch von irgendeinem anderen Extruder, glaube ich, von einem zweiten Tevo oder so in Richtung die Extruder rausgekramt, die geklonten Titan Extruder. Also wir haben Motoren genug, um auszuprobieren, welche funktionieren. Ich werde es heute erstmal nur grob einfach mal anstecken und gucken, welches System überhaupt mal zum Laufen bekomme, denn das ist natürlich schon mal Aufwand genug. Also erstmal alles anschließen, dass der Strom dran ist, dass wir das Display dran haben, dass die Jumper richtig sind, dass die Treiber richtig drauf sind, dass alles richtig verkabelt ist und wir zumindest mal schon mal Mainsail soweit konfiguriert bekommen, dass das Ganze läuft. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze denn aussieht, wie einfach das Ganze ist. Ich habe mir schon mal im Voraus ein bisschen das Ganze angeguckt, wie das Ganze dann installiert werden soll. Und das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das sieht ziemlich straightforward aus. Da ist der Clipper Install Update Helper ist da drauf. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Wir legen einfach los. Bevor es aber weitergeht, möchte ich mich noch bei meinen Patreonen bedanken. Nämlich Marco, Erik, Thomas, Berkan, Nikola und Sato, der ist mittlerweile neu dazugekommen. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, denn ihr unterstützt solche Projekte natürlich auch. Und wenn ihr da draußen jetzt auch solche Projekte unterstützen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Patreon. Ansonsten kann ich euch nur mein Buch Bitcoin einfach ans Herz legen. Da kommt doch bald der Online-Kurs dazu raus. Schaut es euch einfach mal an. Ist nicht schwer, ist für jedermann. Und jetzt machen wir endlich mal weiter. Also, ich bin mal so frei. Ich klemme jetzt als erstes mal die Jumper ein. Da weiß ich natürlich schon, die müssen für den UART, für die UART-Einstellung hier auf den zweiten Jumper von der rechten Seite gesehen, hier von mir aus gesehen, von dem grünen Port entsprechend gesetzt werden. Das heißt also, na, treffe ich richtig? Treffe ich richtig? Ja, treffe ich. Sehr gut. Das ist die UART-Einstellung. Wer das Ganze wissen will, wie das richtig aussieht, der kann unten in der Videobeschreibung mal gucken, da habe ich den Link zu dem Skipper-Wiki gepackt. Da findet ihr die ganzen Jumper-Belegungen, also wie ihr das Ganze einrichten müsst für die unterschiedlichen Stepper. Also da gibt es natürlich für den Normal-Mode oder Regular-Mode von den 2208 und 2209 Treibern. Dann gibt es den UART-Mode, dann gibt es den 222.6. Und wie sie auch alle heißen entsprechend, die sind da alle beschrieben. Könnt ihr euch angucken, ist alles beschrieben. So, und jetzt muss ich gucken, mit der roten Seite muss er hier drauf, also ich habe vorher geguckt, hier ist Direction, da ist Ground, da ist N, also EN, und da muss man gucken, das steht auch hier drauf, hier vorne ist Direction und hier oben muss irgendwo EN stehen, zumindest auf der Rückseite, genau, hier oben, und dann einfach hier mit der roten Seite auf das Grüne stecken. Das heißt, das geht wirklich schnell.
Nochmal kontrollieren. Ja, alle richtig ausgerichtet. Ja, das war das schon mal. Und jetzt gucken wir hier von dem Ender 4 die Motoren. Das hier ist der Extruder. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ist denn der Extruder hier? E0. Also hier kommt der, da auf den Stecker kommt der Extruder. Dann haben wir hier einmal die X-Achse. X kommt ganz hier vorne drauf. Dann haben wir die Y-Achse. Ja. So, und hier haben wir die Z-Achse. Da stecke ich jetzt erstmal nur den einen drauf, weil das noch der von dem Ender 4 ist. Und ich will jetzt erstmal alle Motoren dadurch probieren, später mal entsprechend. Da wird es nochmal einen Livestream zu geben, wo ich das Ganze dann durchprobiere. Und wenn das denn alles soweit funktioniert, also wir werden heute die grobe Konfiguration starten. Und wenn dann alles funktioniert, werden wir dann das Ganze in den Rahmen reinpacken, sobald ich alle Teile gedruckt habe. Und dann geht es echt los. Das heißt also, es wird noch ein, zwei Folgen dauern, bis das Ding fertig ist. Zwischendrin wird es noch mal ein Video zu den Kosten geben, weil es gab schon unter dem letzten Video eine Frage, hey, wie viel kostet denn der ganze Spaß? Ist das Ganze denn wirklich low budget? Und deswegen werde ich mir dann auch noch mal überlegen, oder was heißt überlegen, werde noch mal das Ganze schön aufarbeiten, damit es für euch auch nachvollziehbar ist, was jetzt was kostet. Ihr habt natürlich den Vorteil, ihr braucht keine Motion Parts mehr, bis auf den GT2 Belt sozusagen. Die Motoren braucht ihr nicht mehr, ihr braucht das Heizpad nicht mehr, das Hotend nicht mehr. Den Rahmen braucht ihr zum Großteil auch nicht mehr, das heißt also, da könnt ihr schon mal jede Menge Geld sparen. Und klar, ich habe jetzt für den noch gar keine Einhausung, also kein Acryl oder irgendwas in Richtung. Aber das zähle ich jetzt erstmal nicht mit, weil es soll, wie gesagt, ein Low-Budget-Projekt werden. Und später kann man sich dann fancy Sachen noch überlegen, wo man das Ganze nochmal upgradet, wirklich auf, was weiß ich, ein Fetus Hotend, ja, oder ein Revo 6 oder sowas in Richtung, ja. Irgend sowas in der Richtung, ein Revo Hotend meine ich, irgend sowas in der Richtung. Wichtig war mir jetzt, dass die Elektronik sicher ist, also dass da wirklich ein gutes Netzteil drin ist und ein gutes Board. Und der Rest kommt dann später irgendwann mal als Upgrade, mal gucken. Natürlich brauchen wir eine SD-Karte für die Firmware. Da habe ich mir jetzt hier die alte vom Ender 4 entsprechend geholt und ich habe hier nochmal eine für Clipper. Die werden wir gleich nochmal bespielen. Ansonsten fehlt natürlich noch das Display und das muss ich nochmal ganz kurz überlegen, wie war das nochmal? Ich glaube so rum, genau. So rum kommt das Kabel hier rein. Blub. Na, bleibt dran stecken. Schön bis unten hin. So. Hast das Kabel hier ohne Ende, weil es einfach nicht schön ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn da ein kleiner Knick drin ist und man das Ding nur einmal schief anguckt, ist es natürlich schon kaputt. Ja, und dann kann man es schon nicht mehr nutzen. Das Display macht unheimlich was her, so in dem Zustand, jetzt im ausgeschalteten Zustand, wie es momentan ist. Aber ich mag das halt nicht. Es ist halt wirklich ultra flapsig und so, keine Ahnung. Ist nicht meins, ist nicht meins. So, stimmt, der Lüfter. Den Lüfter wollte ich als erstes anschließen vom Hotend. Das lege ich mal da so drüber. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Das hier ist der Thermalsensor. Und das hier ist der Lüfter. Der Lüfter kommt hier, hier gibt es drei Ports, die nicht kontrolliert sind, die aus dauerhaft laufen, vermute ich mal. Und hier gibt es drei, die kontrolliert sind. Das heißt also, die können wir steuern. Und das ist natürlich genau das, was wir für den Lüfter wollen. Dann haben wir, ach, da hier ist noch der X-End-Stop, den können wir auch noch mal gleich gucken, dass wir den irgendwie angeschlossen bekommen. Ich glaube, der kommt hier irgendwo, nee, hier ist die Thermistoren. Muss ich gleich noch mal gucken, das ist ein dreipoliger Anschluss, das könnte also hier dran kommen. No. Und da dran. So, und dann haben wir hier den Thermistor, das ist der fürs Hotend. Der brauchen wir den TH0, weil wir haben nur ein Hotend, wir haben nicht zwei Hotends. So. Das wäre schon mal verkabelt. Hier haben wir das Heizbett. Das schließe ich jetzt nicht hier an, weil ich will jetzt nicht testen, ob das Heizbett richtig hochheizt oder so in Richtung. Oder ob jetzt das Hotend richtig hochheizt. Das mache ich dann, wenn es ordentlich verbaut ist. Zur Not muss ich dann nochmal ran. Wichtig ist mir jetzt, dass ich die Elektronik richtig anschließe und nichts kaputt geht. Und dass das alles soweit richtig konfiguriert ist und dass die Firmware erstmal drauf ist. Und dann, wenn alles läuft, können wir das Ganze auch nochmal in den Rahmen reinpacken, sobald wir die Teile gedruckt haben.
Und die Motorentests werde ich auch noch mal in Ruhe machen, weil das ist etwas, ja, da muss ich mal gucken, wie ich das Ganze erstmal konfiguriert bekomme. Die Motorentests werden wir auch gleich nochmal machen. Das ist nämlich etwas, wofür das ganze Setup hier nämlich wirklich lohnt. Denn dann hat man relativ schnell, wo man das Kabel abzieht, das andere Kabel dran steckt. Das ist viel einfacher, als wenn der Motor schon verbaut ist oder der Drucker schon halb zusammengebaut ist. Das habe ich beim 2.2 wirklich falsch gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt nicht so hier aufgebaut als Versuchsaufbau wie jetzt momentan, sondern ich bin gegangen, habe direkt das Teil in den Drucker eingebaut und dann geguckt, okay, funktioniert es denn auch alles? Und naja, das war ein bisschen Fuddelei, sagen wir mal. Da war ich echt doof und das machen wir jetzt einfach mal anders. Deswegen, und das schauen wir jetzt einfach mal. Das ist der Thermistor für das Hotbed, für das Heizbett. Der kommt hier drauf. Und last but not least muss hier nochmal Strom dran. Jetzt muss ich schon mal gerade gucken. Da haben wir Minus. Wo ist denn jetzt hier Minus? Da. Das habe ich mir auch hier, ganz wichtig, Leute, bitte, wenn ihr sowas macht, klemmt euch solche Kabelschuhe, solche Gabelschuhe dran. Das ist, finde ich, unheimlich wichtig, auch wenn ihr diese alten Adapter hier habt, ja, diese Teile hier. Macht euch da bitte solche Ösen dran vorne, damit ihr da nicht das lose Kabel, die ganzen Adern da rumliegen habt. Denn ruckzuck kann es mal passieren, dass mal so eine Ader vom Kabel, ein so ein kleiner Strang, ein so ein kleiner Faden auf einmal irgendwo rausguckt und auf der anderen Seite auch und schon habt ihr den kurzen. Deswegen immer so eine Aderhülse drüber machen, die dann richtig schön festklemmen und damit das Ganze dann verschrauben. Dann ist es sauber, auch gucken, dass da nichts übersteht oder so, sonst habt ihr auf einmal einen Hausbrand und das wollt ihr nicht. Ja, beziehungsweise einen Kabelbrand oder irgendwas, aber um Gottes Willen, das wollen wir alle nicht haben. Deswegen immer so einen Schuh drüber machen oder so eine Aderhülse. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Mache ich bei all meinen Druckern schon seit Anbeginn eigentlich. Das ist immer das Erste, was ich mache. Einfach in den Baumarkt fahren. Ich packe euch einen Link unten in die Videobeschreibung zu diesen Hülsen. Kostet nicht viel, kann aber echt euch den Allerwertesten retten. So. Und dann nochmal Blues. Und da ist wichtig, nicht ans Bett anschließen, sondern hier an Netzteil. So, Strom ist also dran. Ich habe mir auch ganz wichtig hier nochmal so eine C14 Kaltgerätebuchse besorgt mit einem Ein-Aus-Schalter und mit einer Sicherung drin, damit das Ganze auch wirklich, naja, falls hier die Sicherung durchbrennt, dann ist nicht schlimm. Ja? Die Belegung und den Link zu dem Teil findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich packe euch einen Link zu Amazon, da ist dann auch automatisch eine Belegung dabei, wo ihr das alles nachvollziehen könnt. Und macht nicht den Fehler wie ich, speichert euch das irgendwo ab, wo ihr es wiederfindet oder schreibt es euch irgendwo auf, wo ihr es wiederfindet, denn ich habe jetzt ewig gesucht, bis ich wieder die Belegung hatte, weil ich hier hinten die Buchstaben nicht lesen konnte, weil die schon so abgewetzt sind, dass es echt schwer war. Ich meine, im Prinzip, wenn man weiß, wie es belegt ist, ja, kriegt man das auch noch so hin, aber muss ja nicht sein. Und dann schauen wir doch mal. Ich hole mir mal ein Kaltgerätekabel und dann bin ich gleich wieder für euch da und dann schließen wir das Ganze an und fahren das mal hoch. Für alle, die sich jetzt fragen, Maggie, du hast doch in deinem Paket einen eMMC dabei gehabt. Ja. 8 GB, hier ist er. Das Problem ist nur, das Ding ist Fritte. Das habe ich jetzt an mehreren Stellen versucht, mit der Firmware zu bespielen und es funktioniert einfach nicht. Also das wird nicht als Laufwerk erkannt, ja. Ich kann machen damit, was ich will. Also wenn ich der Anleitung von MakerBase folge, funktioniert das Teil nicht. Kann natürlich sein, dass kaputt geliefert worden ist, das ist dann halt schade, aber ja. Stattdessen habe ich jetzt hier eine SD-Karte für die Clipper-Firmware bzw. für das Image, was MKS bereitstellt, MakerBase bereitstellt. Die packe ich jetzt hier rein. Ne? Die habe ich wunderschön mit dem Balena Etcher entsprechend auf die SD-Karte aufgespielt. Hier kommt die Firmware rein und dann starten wir das Ding so einfach mal und schauen mal, ob das Ding läuft. Tada. Ich gehe mal zurück, damit ich keine Gewicht bekomme, falls ich irgendwie an einen offenen Port rankomme, weil es natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es fährt schon mal hoch und das Display läuft auch. Ja, wunderbar. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Firmware zu konfigurieren. Wir können jetzt anfangen, entsprechend Clipper zu konfigurieren. Und ich würde sagen, dafür wechsle ich mal in den Computer. Da ich jetzt hier den Clipper Install und Update Helper zum ersten Mal starte, werde ich natürlich direkt aufgefordert, ein Update dessen zu machen. Und das mache ich natürlich. Als nächstes starte ich den Install und Update Helper wieder und gelange dann natürlich ins Hauptmenü.
Dort sieht man direkt in der Übersicht, dass Fluid noch installiert ist. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen wähle ich hier die 3 für das Entfernmenü aus und deinstalliere als nächstes Fluid, damit wir dann später sauber Maincell installieren können. Zurück im Hauptmenü sehen wir, dass das Ganze erfolgreich war und Fluid jetzt deinstalliert ist. Nächsten Schritt möchte ich natürlich als Weboberfläche Maincell installieren, deswegen gehen wir hier auf die 1 fürs Installieren und installieren dort dann als nächstes Maincell mit der Nummer 3. Und da ich sowieso gerade im Clipper Install and Update Helper drin bin, habe ich mir überlegt, okay, ich schaue mal gerade, ob ich Clipper nochmal updaten kann und sehe da, ja, es ist ein Update verfügbar. Das führe ich natürlich aus. Und danach schaue ich mir dann an, dass ich über MakeMenuConfig nochmal schnell die Firmware für das Board anpasse. Denn wir müssen ja als erstes nochmal die Treiber auf UART umstellen und deswegen gehe ich jetzt hier erst einmal hin und aktiviere erstmal Enable Extra Low Level Configuration Options und damit habe ich dann Zugriff auf die Änderung des Mikrocontrollers und des entsprechenden Prozessors. Den müssen wir nämlich laut Wiki auf den STM32 umstellen bzw. auf den STM32F407. Den Link dazu packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung, damit ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt. Den Bootloader stelle ich dann auch nochmal passend auf das MKS Robin V3 um mit 48 Kip, damit das auch mit dem Board zusammenpasst. Und dann gehen wir auch schon in das Connection Interface. Das ist nämlich wichtig, damit die Treiber funktionieren und hier stellen wir das Ganze auf den ersten Punkt mit UART 9, PA 10 und PA 9 um. Das ist wichtig, damit die Treiber dann entsprechend richtig angesprochen werden können. Danach können wir aus der Menu-Config raus und wie ihr seht, wird die Firmware generiert, welche wir dann direkt auf eine SD-Karte packen und damit das Board flashen. Ich habe danach nochmal gemerkt, dass ich ein paar Probleme mit der ganzen Installation habe und habe deswegen nochmal alles abgeräumt und nochmal neu installiert. Und damit hat das Ganze auch wirklich gut funktioniert. Das heißt also, ich bin wirklich durch den Install- und Update-Helper gegangen, habe eins nach dem anderen deinstalliert und nochmal eins nach dem anderen installiert. Also erst Clipper, dann Moonraker, dann Maincell. Und siehe da, schon funktioniert es. Und wir haben hier mittlerweile eine recht schöne Oberfläche. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich die Konfiguration anpassen. Dafür gehe ich hier auf Machine und dann auf die Printer-Config. Und das Erste, was ich dort mache, ist die Standardkonfiguration vom 2.4 reinpacken. Ich weiß, ich habe erstmal nichts anderes gefunden. Das war jetzt wirklich ein Schuss auf Schnelle sozusagen. In der Config habe ich dann erstmal alles rausgeschmissen, was wir nicht brauchen. Also die Achsen Z2 bis Z4, das Quad Gantry Leveling etc. etc. Und habe dann als nächstes die Temperatursensoren für das Druckbett und für das Hotend richtig eingestellt, damit die zumindest mal schon mal in der Übersicht die richtigen Temperaturen anzeigen. Da ist Maincell und auch Clipper soweit schon konfiguriert auf dem MKS Skipper, auf der Version 1 wohlgemerkt. Ich habe die ersten Motoren schon getestet, die sind gelaufen. Natürlich hat jetzt hier der Endstop nicht funktioniert, wahrscheinlich weil die Belegung oder sowas falsch ist. Das muss ich die Tage nochmal überprüfen. Und natürlich ist er dann nach der ersten Runde direkt in einen Fail-Safe gelaufen, aber so soll das natürlich auch sein. Und ich muss sagen, das war jetzt richtig flott aufgesetzt. Das hat jetzt wirklich in Echtzeit maximal halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, bis das Setup soweit, wie es hier war, entsprechend gelaufen ist. Ja, bis ich die Config umgebaut hatte. Gut, okay, am Rechner nochmal 10 Minuten dazu, um das Ganze abzuräumen, neu zu installieren. Aber das geht echt ruckzuck. Und muss ich echt sagen, ist das MKS Skipper ein Raspberry Pi Killer? Meiner Meinung nach im 3D-Druckbereich auf jeden Fall. Denn das Teil kostet $79, glaube ich, im Paket. Beziehungsweise wenn ihr nur das Board nehmt, ohne das Display und ohne den ganzen Schnickschnack drumherum, dann braucht ihr natürlich noch die Stepper-Treiber, je nachdem, welche ihr da nehmt. Kommt ihr da irgendwie unter 80 Euro an so ein Board dran, mit einem Raspberry Pi inklusive, wo ihr dann Maincell oder Fluid, je nachdem, was ihr mögt. Ich habe jetzt hier Maincell drauf, weil ich einfach auf all meinen Druckern Maincell drauf habe. Und das Creality Sonic Pad werde ich auch noch dazu bewegen, dass es Maincell drauf hat. Und dann habe ich wirklich eine einheitliche Oberfläche auf allen Druckern und brauche mich da nicht umzugewöhnen. Deswegen habe ich Maincell drauf, weil ich hier auf vielen Druckern schon Maincell drauf habe. Und nicht, weil ich jetzt das eine vor dem anderen präferiere.
Und ich muss sagen, ja, ist eine Alternative. Ist echt eine gute Alternative und ist in der Zeit echt ein Segen, dass man die Teile bekommt und kann wirklich in so einer Situation dann auch zum Raspberry Pi Killer werden. Durchaus, muss man echt sagen. Und von daher gibt das Ganze von mir einen Daumen nach oben. Werde ich auf jeden Fall öfter verbauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gibt, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr solche Projekte auch unterstützen wollt, wie meine Patreonen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unten in meiner Videobeschreibung schaut. Da ist ein Link zu Patreon und wenn ihr uns anders unterstützen wollt, findet ihr auch in der Videobeschreibung den Link zu meinem Buch Bitcoin einfach. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt in den Feierabend. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.